Nee, muss ja hoch, oder? Das ausgebrannte Nuklearmaterial, das Toxanol im Nass versenkte, schädigte das Meeresleben, während die überquellenden Mülldeponien das Grundwasser verseuchten. Zusammen führte das zum rasenden, unausweichlichen Untergang ihrer Welt. In dieser Zone kann man kaum atmen und der Tod lauert überall. Pass auf, wer halb so viel atmet, lebt auch nur halb. Das ist der Überrest, nach dem du gesucht hast. Gerade hat's in deinen Ohren plopp gemacht. So. So. Aha. So, damit haben wir ein paar Loot-Sachen. Oh, die Welt ist echt der verdammtes hier. Geil geworden, wa? Richte die Augen aufs Ende. Mikton-Teiler, eine Kiste von Mikton-Teilen gefunden. Die Würste können überall in der Welt verteilt sein. Aha, wieder ein Sammelscheiß. Knöchelbecher. Schnickischbein. Sportgestell. Was auch immer, Alter. Also ist Sonne oder Motor ist ein Scheiß. Okay. Gold. Singularität. Der Lohn noch ein bisschen krasser. Alles wirkt erdrückend. Hibi. Hey Bob. Er meint, dass
Das sei genug, um den Mechthorn zum Laufen zu bringen. Du verfügst jetzt über einen Motor, einen Treibstoffsauger, eine Schusswaffe und ein Sammelnetz. Aber weder Rüstung noch eine Sauerstoffversorgung. Er hat einen Sauger angefertigt, damit der Mechthorn mit dem Schwarzteer sofort aufgetankt werden kann. Du kannst damit ebenfalls die glibbrigen Ölpfützen beseitigen, um an schwer erreichbare Orte zu gelangen. Er sagt, er arbeitet an einem weiteren Projekt für den Mechthorn, einer Kanone. Sie benötigt jedoch Munition und damit meint er Squibs. Er sagt, wenn man sie richtig abrichtet, können sie den Jumbo-Knäuel ablenken. Wenn du nach Squibs suchst, solltest du mit Mog reden. Er kennt sich mit allen Lebewesen in der Natur aus, die die Apokalypse überstanden haben. Leider bedeutet das, dass du weiter in die Todeszone vordringen musst, da Mogs Lager an der Steiltiefe ist. Wenn du Mog findest, kann er dir sagen, wo du die Squibs findest. Das sind angriffslustige kleine Biester. Wenn du ihn fragst, eignen sie sich perfekt als lebende Munition. Okay, anzupassen. Ja, nee, ist klar. Was soll ich da machen? Wollt ihr auch setzen oder was? Das Teil war vorher schon gefährlich, aber jetzt... Orientiere dich auf deinem Weg an dem, was du sehen kannst. Ah. Der Mechthorn des Mechanikers ist sehr robust. Genau wie sein Erbauer. Kannst du dir vorstellen, wie dieser Ort einst ausgesehen hat, vor der Sintflut des toten Öls? Hello. Ja, Mann. Halt vielleicht lieber die Luft an, bevor du weitergehst. Auf dich warten die atemberaubenden Ausblicke der sogenannten Todeszone. In der alten Welt hatten solche Straßen tatsächlich ein Ziel. Jetzt sind die meisten von ihnen der direkte Weg ins Desaster. Mahlzeit erhalten. Boom. Boom, boom, boom. Boom. Hier wirkt alles verkümmert. Okay. Okay. Deal. Hm.
Rohrzange. Geil. Krass. Geil. Ah! Oh, krass. Ultra-Kühlschrank. Okay, das grüßen. Eieiei. Okay. Hallo. Und tschüss. Na, Papa? Ohne Luft kann man nur wenig tun. Krass Klinge. Sonnenaufgang. Hallo. Na, Papa? So. Möchte der Wärter nicht? Und einfach so. Komm, sieh. Na, waren sie schon. Schwermetall. Was auch immer. Achso. Oder warte schon. Lol. Nun komm, Keuler. Hier geht es nur um dich. Ob du triumphierst oder scheiterst, liegt bei dir. Nicht so gut. Schöne Klinge. Schön ultra billig, aber Dreck machen.
Yippie. Da drüben befindet sich Steiltiefe, die Klippe an der Moog abhängt. Ah, okay. Und dann bis die Sonne wieder war. Ach, schade. Sorry, sorry, mit dem Mali. Okay. Das hier ist echt kein Witz. Da. Yo, hippie. Das ist cool. Okay. Dann geh ich erstmal zu dem Typen hin. Ich hab einen Squirrel, also ein Eichhörnchen finde ich mega gut. Okay, war. Hallo, hey. Okay. Verkauf wurde noch ein paar Sachen fehlen. Läuft. Hast du Loot? Oh, geil. Hast du Loot? Es ist erstaunt, dich hier draußen zu treffen. Er dachte, du wärst längst tot. Nur wenige sind so clever und zäh, wie du es offenbar bist. Sagt Munsterjäger, hören, was der Wind ihnen flüstert. Munteo Mastula. Mook meint, all deine Kraft nützt dir überhaupt nichts, wenn du im richtigen Augenblick nicht bereit bist, abzudrücken. Die wichtigste Entscheidung ist die, wen du verschonst und wen du tötest. Du magst zwar ein ruhiges Händchen haben, doch du solltest deine Ziele sorgfältig auswählen. Sagt, Entscheidungen über Leben oder Tod von anderen sind nie leicht. Doch jemand muss sie treffen, sonst treffen sie selbst die falschen Entscheidungen. Shot.
Bei den meisten Monstern entscheidet er über Leben und Tod. Findet es verrückt, dass die Welt sich erholt. Aber das bedeutet dann wohl, dass es wieder mehr Monster für ihn gibt. Fragt sich, warum du unbedingt alles am Leben halten willst. Du solltest lieber mit Kugeln die Herde ausdünnen. Meint, du solltest aufhören, den störrischen Myriad zu helfen. Er beseitigt ihre Lichter, doch sie stellen immer wieder neue auf. Er befürchtet, du könntest so störrisch sein wie sie. Aber genug davon. Die Tiere, die Natur, alles hat sich verändert und gegen das Leben gewendet. Als die Welt sich veränderte, ergriff der Überlebensinstinkt die Oberhand. Er zweifelt mittlerweile, dass sie noch eine vegetarische Ernährungsweise haben. Es könnte sich verändert haben, also wer weiß, wie das die chemischen Zusammensetzungen der körperlichen Abfälle beeinflusst hat. Momentan hat er jedoch das Gefühl, ziemlich genau zu wissen, wo sich alle kleinen und großen Monster aufhalten. Sie sind groß, aber die Welt ist größer. Um sie zu finden, musst du in Erfahrung bringen, wo sie sich aufgehalten haben. Moog sagt, wer rennen will, muss zuerst gehen lernen. Es ist noch kein Monsterjäger vom Himmel gefallen. Zum Glück kann er dir dabei helfen. Bevor du dir ein großes Ziel vorknöpfst, solltest du es mit einem kleinen versuchen. Und dafür gibt es keinen besseren Ort als eine Squib-Höhle. Ein paar dieser kleinen Viecher zu fangen, sollte dich auf Trab halten. Sagt, wenn du weiter jagst, kriegst du noch die Gelegenheit zum Schießen. Ist ja okay, Natascha. Yippie! Minimal höher gerade. Mach dich mit diesem Gefährt vertraut. So. Okay, Blackhead, du hast also mal wieder ein bisschen übertrieben und hast von Erfolg gehabt und damit wurdest du bestätigt, dass du alles richtig gemacht hast. Mega. Finde ich wieder super. Warte, ein Squib-Kriechbau. Hier findest du viele Viecher. Yippie! Wow! Bam! Bam! Oder boom! Geil, oder? Geil! Okay. Wäre auch zu leicht gewesen. Außen. Als der nukleare Abfall schließlich verdampfte, stieg ein flüchtiges Gas aus dem Boden und befiel sämtliche Bauten, sogar die von Toxanol. In gewisser Weise bewirkten sie so ihren eigenen Niedergang. Aha. Ups, also. Ultra-Pups, verstehe. Sorry, mein Fehler. Den geht das nicht so schnell los. Geschichten drehen sich um Helden. Dies ist.
ist so eine Geschichte. Okay. Hä? Toll.